ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Cora Birk. Wir sind heute im Klinikum Esslingen bei der Weltstillwoche. Hier können werdende Eltern alles rund um das Thema Stillen erfahren. Und jetzt nehme ich euch mal mit. Bei mir steht jetzt Frau Götz, sie ist Hebamme. Frau Götz, wie unterstützen Sie die Frauen denn bei der Geburt? Hallo. Zunächst sind wir einfach da, vor allem für die Frauen, sind im Kreißsaal anwesend und achten natürlich darauf, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf die Frauen haben. Je nachdem, ob sie einen Schmerzmittelbedarf haben oder einen Wunsch haben. Und dementsprechend gehen wir dann darauf ein. Und im medizinischen Notfall holen wir natürlich unsere Ärzte mit ins Boot und sind dann als Klinik rundum Versorgung. Woher weiß denn eine Frau, wie man richtig stillt und wann man vor allem stillt? Am besten hat die Frau vorher einen Geburtsvorbereitungskurs oder auch einen Stillvorbereitungskurs besucht oder mit der Hebamme schon Kontakt gehabt und weiß schon ein bisschen was über das Stillen, dass es wichtig ist, eben relativ zügig anzulegen oder auch regelmäßig und häufig, tatsächlich alle 3 bis 4 Stunden am Anfang oder auch die ganze Zeit manchmal anzulegen. Aber natürlich bekommen sie hier im Haus auch Hilfe vom Personal, von den Hebammen, von den Kinderkrankenschwestern, von den Krankenschwestern auf Station. Frau Götz, Sie sind ja auch Trageberaterin. Was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, das ist eine zusätzliche Weiterbildung, ist auch zertifiziert. Darunter versteht man einfach, dass man verschiedene Tragesysteme, aber auch die Wichtigkeit des Tragens und auch im Zusammenhang des Bondings, des Bindungsaufbaus eben erfährt. Und tatsächlich ist das schon, wenn ich da beispielsweise eine Trageberatung mache, schon mindestens 1 Stunde, was ich da alles erzählen kann. Wie das alles funktioniert, welche Trage vielleicht auch, man kann auch viele ausprobieren, viele verschiedene Systeme, was denn perfekt für diese Familie, für das Kind, für die Bezugsperson passt. Bei mir steht jetzt Oberärztin Frau Dr. Vollmer. Frau Dr. Vollmer, was ist denn das Besondere hier am Klinikum Esslingen? Warum sollte man sein Kind hier zur Welt bringen? Also wir haben ein kompetentes, interdisziplinäres Team aus Hebammen, Ärztinnen und Ärzten, Stillberaterinnen, Pflegepersonal, die jeden Tag wirklich sehr bemüht sind, die Familien, die sich uns anvertrauen, gut zu betreuen. Und wir haben dazu einfach die strukturellen Voraussetzungen, aber auch die apparativen und auch die personellen und haben eben die Möglichkeit, Schwangere und ihre Familien von der Lebensfähigkeit der Kinder, also das ist ja so ab der 24. Schwangerschaftswoche, bis eben zum reifen Neugeborenen zu betreuen. Da möchte ich auch gleich auf das pränatale Zentrum Level 1 zu sprechen kommen. Was ist das? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also wir haben ein großes Zentrum, in dem wir eben gerade diese sehr früh und frühstgeborenen Kinder betreuen dürfen und machen das zusammen eben interdisziplinär mit unserer Kinderklinik. Und gerade jetzt auch im Hinblick auf die Weltstillwoche ist es so, dass wir dort eben die Möglichkeit haben, auch sehr früh schon Muttermilch den Kindern zukommen zu lassen, weil das einfach unglaublich viele Vorteile für die kindliche Entwicklung hat, gerade bei den ganz, ganz kleinen Kindern. Und wenn die Mutter erstmal nicht in der Lage ist, das bereitzustellen, dann haben wir hier am Klinikum eben auch die Möglichkeit, dass wir von der Muttermilchbank, mit der wir zusammenarbeiten, dann fremde Milch, die aufgearbeitet wird, eben bekommen. Und davon profitieren eben die ganz, ganz frühen Kinder immens. Wie unterstützen Sie denn den Stillstand hier am Klinikum?
Also wenn wir jetzt mal von dem Reifenkind zunächst mal ausgehen, ist es so, dass wir das Bonding in den Vordergrund stellen. Bonding ist ja das englische Wort für Verbindung. Das ist die erste Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind und auch dem Vater, den wollen wir ja nicht vergessen. Und die entsteht eben ganz besonders, wenn am Anfang sehr viel Nähe, sehr viel Ruhe da ist, weil die Kinder schmecken, hören, riechen die Mutter und dadurch kommt diese Liebesbeziehung einfach in Gang. Weil da werden bei der Mutter auch ganz viele wichtige Hormone ausgeschüttet, Prolaktin und Oxytocin und klappt es auch meistens eben ganz intuitiv, dass die Kinder an die Brust gehen und dort saugen und dadurch alle wichtigen Nährstoffe, Inhaltsstoffe, die Muttermilch hat über 200 Bestandteile, eben dann auch bekommen. Und der Vater soll auch ganz eng dabei sein und einfach schauen, dass es den beiden dann gut geht, dass die Frau vielleicht was zu trinken bekommt, die Nase freigehalten wird, vom Kind und vor allem kein Handy in der Nähe ist. Das ist so das Allererste. Wenn das mal nicht gelingt, weil natürliche Geburten nicht immer gelingen, sondern manchmal ist eben auch ein Kaiserschnitt vonnöten, dann haben wir die Möglichkeit, eben auch im Kreissaal, im Sekzo-OP, also im Kaiserschnitt-OP, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, diese Kinder direkt nach dem Abnabeln, auch hier lassen wir die Nabelschnur erstmal auspulsieren, aber dann eben nach dem Abnabeln wirklich ganz eng zu den Eltern hinter dieses Tuch, das man ja im OP braucht wegen der Sterilität, aber in ein Bonding-Tuch hineinzustecken und dann dürfen die da auch einfach sich dort wohlfühlen und schon anfangen einfach zu suchen und dann vielleicht sogar zu saugen. Was ist denn die ProJuva? Also ProJuva ist ein Beratungsangebot für alle Eltern ab Zeitpunkt der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag vom Kind. Und wir sind quasi für alle Belange zuständig, sei es für die Erziehung, sei es Unsicherheiten in der Erziehung, in der Pflege. Wir sind ein interdisziplinäres Team, das heißt, wir haben Familienhebammen, Familienkindergartenschwestern, wir haben Sozialpädagogen, wir sind ganz eng verzahnt mit der Schwangerenberatung und der psychologischen Beratung. Und somit ist es, wenn Familien bei uns ankommen, dann können sie quasi umfassend beraten werden in allen Belangen und hier eben auch im Stillen. Also wir haben ganz oft Familien, die von der Familie, also die haben eine Nachsorgehebamme gehabt, die Hebamme geht raus nach ein paar Terminen und die Fragen kommen und meistens Regulationsstörungen und so weiter, die geschehen meistens erst so ab dem vierten Monat, wo halt eben keine Nachsorgehebamme mehr da ist in der Familie und dann sind wir da. Quasi für alle Belange, wir gehen einmal in der Woche in die Familie rein, so für anderthalb Stunden und das können wir quasi ausdehnen bis zum dritten Geburtstag. Ohne Vertrag, ohne irgendwelche Bindungen an uns. Das heißt, wenn wir heute sagen, sie brauchen uns, dann sind wir da. Und wenn sie morgen sagen, nein, brauchen wir nicht mehr, dann sind wir wieder weg. Ganz niederschwellig, kostenlos, Dinge. Und dann haben Sie im Moment ein Projekt gestartet. Es geht um stillfreundliche Umgebung. Erzählen Sie doch mal ein bisschen darüber. Genau, also die Weltstillwoche, die wird schon international seit 1991 geführt und dann haben wir gedacht, Esslingen kann das auch. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht von ProJuva, wir sind quasi durch die Esslinger Innenstadt gegangen und haben quasi alle Cafés und Restaurants gefragt, gibt es Orte, wo Frauen hinkommen zum Stillen, zum Wickeln und zum Füttern. Und ich finde, es ist eine ganz hilfreiche Broschüre, weil einfach, wenn man mit einem Baby, vielleicht auch mit Neugeborenen in die Stadt geht, dann weiß man nicht, wohin gehe ich, wenn es schreit. Und das gibt schon viele unsichere Eltern. Und somit haben sie jetzt quasi so einen Wegweiser, wo sie hin können und Orte finden. Ich bin gerade hier vorbeigekommen und habe die Elternschule entdeckt. Ich bin total neugierig, was es damit auf sich hat. Und ich möchte mal von Frau Höfle wissen, was es ist und worum es da genau geht. Hallo, also die Elternschule ist ein ehrenamtlicher Verein, der gerade hier im Haus der Klinikum angeboten wird und wir wollen einfach, dass der Kreissaal, die Wochenstation einfach schon kennengelernt wird von den Frauen, die in der Elternschule Kurse besuchen. Und bei uns gibt es Kurse von Geburtsvorbereitung, auch über geburtsvorbereitende Akupunktur, Rückbildung, Babymassage und noch vieles mehr. Wir sind das jetzt gerade am Aufbauen, ab dem 1.1. gibt es ein neues Team. Und genau, wir würden uns freuen, wenn Sie dann mal auf der Homepage vorbeikommen. Musik
Die Weltstillwoche geht nun zu Ende, aber es gibt neue Infotage, an denen ihr euch anmelden könnt. Die aktuellen Termine findet ihr auf der Homepage des Klinikums Esslingen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für euer Interesse bedanken. Freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Bis bald. Tschüss.